manche haben ja einen Schiffshorn drauf, als so Arsch. Oder oh, richtig weg, wo deine Frisur einmal weggepustet wird, wenn du davor stehst. So und Gefühl dein Trommelfell. Hast, so das Gefühl hast. Wie im Comic so. Wo dann am Ende nur noch so ein Knochengestell steht. Nee, das nicht, wo du dann so eine Föhnfrisur hast. So. Ich würde sagen, das Feldchen ist mal fertig. So, wo haben wir jetzt hier? Naja. Fahr doch gleich wieder zum nächsten, du brauchst jetzt ja, nicht extra dahin zu fahren. Zum nächsten Feld! Mach ich doch. Nicht zum Anhänger. Ich mach beides. Hä? Zum nächsten Feld hättest du jetzt links abbiegen müssen. Jetzt, nö. Links. Du weißt nicht, wie ich fahre. Ich fahre erstens so und lagge ein bisschen. Oh ja, habe ich auch. Ah. Ich überprüfe nochmal. Einmal nach unten abtauchen oder überprüfe noch meine Anschlüsse. Das haben wir ja in jeder Aufnahmesession. Vielleicht hast du einfach vergessen, Autospeichern auszumachen. Nein, habe ich nicht. Obwohl, es geht schon wieder. So, jetzt geht's wieder ein bisschen. Ich speichere nochmal. Warte, 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 warte. Nee, kann man gar nicht. Ja, gut, kein Plan. Ah, jetzt geht's. Sehr schön. So, Männer. Freue mich schon, wenn wir endlich harvesten können. Oh ja. Oh ja. Das macht Spaß. Da kommt Freude auf. Wir werden niemals Hackschnitzel machen, weil der Hackschnitzel-Hacker da ist verbuggt. Da hast du immer noch die ganzen kleinen Stummelchen da rumliegen, die er nicht nimmt oder wieder ausgespuckt hat. Und dann plötzlich buggen die ganzen Baumstämme und fliegen wieder aus der Einzugsrolle da raus. Scheiß. Wir müssen alle wieder einsammeln. Irgendeine Mission ist gerade da. Was denn für eine? Irgendeine große Nachfrage. Das Ding vor uns ist ein gelber Blink. Also der gelb, der leuchtet gelb. Der leuchtet immer gelb, der muss blinken. Als ob die immer gelb leuchten. Alle Abgabepunkte sind gelb. Oder grün. Nee, grün sind die Grashaufen. Okay, gut, ich bin ruhig. Ja. Alter, früher hat man in einer guten 3 Stunden so fast alles Großes gehabt und so. Beim LS12. Ja. 11 meine ich, na klar. Das war richtig göttlich. So, jetzt fahre ich mal deinen Weg. La, 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 la. Da dürften ja sogar noch Spuren von mir sein. Nein, sind sie nicht. Du fährst falsch? Nö, ich fahre richtig. Und jetzt, wie fährst du jetzt weiter? Bist du bei mir aus der Map verschwunden? Dann drück mal 9, hier gibt's einen Weg. Kollege. Okay, ich hier, bin jetzt hier jetzt nicht, aber. Ich bin jetzt immer außen rum gefahren. Über den grauen. Wenn du schon abkürzt, dann richtig. Ja, das, man sieht doch da diesen braunen Kaki-Weg. Ja. Nö, nicht das. Das ist was anderes. Achso. Ich find's geil, wie der Grubber sofort perfekt arbeitet, wenn du den nur einfach auf den Boden ditschen lässt. Und göttlich. Wenn du rückwärts fährst, ist die Animation nicht. Das ist schon mal ein Fortschritt. Du grubberst dann auch nicht. Das war ja sonst mal.
also kannst du auch rückwärts grubbern. Erstmal rückwärts fahren. Ausprobieren. Kann ja auch. Er hat geile Scheiße gelabert. Ja, guck. Oh, wir haben schon mal 35 Tonnen. 35.000 Liter. Was sollten Tonnen sein? Kilo, besser gesagt. Ja, Liter ist, das ist immer so eine komische Angabe. Weiß man nie genau. Sollen Kilo sein? 35.000 Einheiten. Sollen Nein, noch immer das Kilo ist vorbelastet. Sein? Also 35.000. Warum sind Kilo vorbelastet? Nein, Einheiten sind vorbelastet. So. Age of an Empire. Nein. Weltgeschichte. Europa. Osteuropa. Mhm. Erster Weltkrieg. Nee, zweiter. Sorry, wir sind halt noch beim ersten. Tut mir ja leid. Och, den hat unser Geschichtslehrer mal ganz easy übersprungen. Meinte, das wäre langweilig. What? Aber oh, der gedacht, also der war mal wesentlich interessanter als der zweite. Den finde ich langweilig. Allerdings über den ersten Weltkrieg bekommst du keine Dokumentation mehr mit und so Scheiß. Doch. Über den zweiten, da wird, der wird ja ausgeschlachtet tagtäglich. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Wobei, über den ersten, da gibt es noch Originalbilder. Propagandabilder vom ersten, nee, vom, was war das? Das war der zweite deutsche Kaiser. Und das waren, sollte motivieren, sich freiwillig zu melden für die Reichswehr. Ja. Die dachten ja auch früher, dass die bis Weihnachten wieder zurück gewesen wären. Ja, ja. Wären. Natürlich. Und früher war das auch voll human mit den U-Booten und so. Da ist erst ein U-Boot aufgetaucht, hat Hallo gesagt, hat gesagt, geht ihr jetzt, gehen alle, wo runter wollen, gehen vom Schiff, also wo leben wollen. Dann haben sie gewartet, bis alle runter sind, wo wollten. Und dann haben die U-Boote erst das Schiff versenkt. Yep. Lol. Hallo? Früher sind auch Feind und Freund. Also ich weiß, Feind, dass es ein Fußballspiel gab zwischen, also an einem Tag, also am Vortag haben sie sich wieder schön beballert da zwischen den ganzen Schützengräben. Am nächsten Tag haben sie ein Fußballspiel veranstaltet und am übernächsten Tag haben sie wieder auf sich geschossen. Oder Weihnachten miteinander gefeiert. Ja, das stimmt. Weil die alle irgendwie keinen Bock hatten. Weil sie ja alle in der gleichen Scheiße stecken. Das, da sieht man richtig, dass, dass Kriege nicht das Militär wollen, nicht die Menschen, sondern nur drei Hand, Hände voll. Ja. Anders bei den Terroristen. Ja, das ist eine andere Sache. Das ist wirklich eine andere Sache. Ein anderes Kapitel dieser Menschheit. Ach, wir können die Zeit ja wieder vorstellen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach nee, ich sollte hier. Hier gucken. Mods, Grubber. Wir haben hier ja nämlich ein paar Grubber als Mods. Also genau zu sein. Zwei Horsch. Der eine kostet 2000. Hat aber auch nur 4 Meter Arbeitsbreite. Wobei das immer schon mal, immerhin schon mal 1 Meter mehr als unser jetziger. Der andere hat 6 Meter. Kostet auch dementsprechend. Mal gucken, 2400... aber nicht, ups, ich muss ja hier drauf. Die Mods, wo völlig überflüssig sind AFK gemutet. Bitte. Ja, die sind überflüssig. Wer braucht die schon? Ach so, du findest die Mods voll überflüssig. Ja, ich habe mal ein paar Mods reingenommen, der Dutz hat sich leicht darüber aufgeregt, aber na gut. Für was? Das Spiel ist nur so neu da. Wir haben, wenn wir jetzt schon alles hätten, alles durchgezuchtet, dann vielleicht, aber doch nicht jetzt schon. Wobei, wir könnten den Grubber verkaufen, den wir jetzt haben.
Dann kriegen wir 4000 irgendwas und dann kaufen wir uns für 2000 einen Gruber mit 1 Meter mehr Arbeitsbreite. Ja. Gönn dir. Oh, muten. Muten. Forget it. Also, Frontlader-Missionen. Man merkt vielleicht, dass ich gerade keinen Bock auf Säen habe. Dass ich gerade die ganze Zeit irgendwas suche, damit ich mich raustappen kann. Aber hier ist auch noch nicht fertig. Weißt du, wie das schneller fertig wird? Haha, so. Es wächst. Es wächst sogar schnell. Und jump free for. Mal gucken. Okay, Maschine rollen noch immer weiter. Oh ja. Ach. Frontlader, Frontlader. Ist keine Mission noch. Nee. Kann man über die Bänke fahren? Nein. Probier's lieber nicht aus. Schon passiert. Wow. Wollten wir nicht eigentlich... Okay. Dann ja, wir wollten doch eh den Helfer säen lassen, weil der nichts verbraucht. Ja? Okay, jetzt sehe ich auch den Kacki-Weg. Könnten sie auch einen zweiten Gruber kaufen. Könnten so viel, hätten wir mehr Geld. I need much money. Wow, das war jetzt wirklich ein Free Jump. Da, jetzt fahre ich ernsthaft gerade auf dem Weg. Oh oh, Buschbaum. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nicht einfach ein... Stopp in der Aufnahmesession machen und ich mach schnell, ich ändere es schnell. Das dauert ja wenn sie nicht so lange und dann nehmen wir weiter auf. Mach, was du nicht tun und lassen kannst, ich finde gerade unseren Hof nicht mehr. Du musst einfach zu mir fahren. Nein, wo bist denn du? Ja, richtige Richtung. Trollerlol. Stimmt, ich hätte ja bei dem Kackiweg noch nach oben müssen. Nein, du hättest beim Kackiweg dann einfach abkürzen müssen. Wo ist der Kackiweg? Looking. Du siehst ja, da bin ich geradeaus. Dann geht dein Weg, dann biegt der Kackiweg ja runter ab. Aber dann musst du da geradeaus weiter rüber und dann musst du rechts. Da bin ich ja auch. Ja, also, ich würde es dann mal machen, weil das ist irgendwie für mich nicht so interessant, das ist für den Tod nicht so interessant, das ist für den Omax, wenn er dabei ist, nicht so interessant und ich denke mal, das ist für euch nicht so interessant. Beziehungsweise für uns ist es dann auch nicht so ganz spaßig, weil entweder man spielt wirklich auf mega real oder das Game ist neu und man will mal die Sachen erkundschaften. Also ich muss sagen, wirklich, bei am Ende von Landwirtschaft Simulator 2013, dann habe ich auch mal was auf schwer gezockt, aber davor hatte ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, der Tod grubbert die Wege um. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gönn dir.